18 Menschen. Alle leben in Deutschland. Unser Experiment findet in einem großen Studio mit ausreichend Abstand statt. Schutzmasken nicht nötig. Was genau passieren wird, wissen die Teilnehmer noch nicht. Hadija Haruna-Ölker ist seit Jahren aktiv in der Rassismusforschung. Bis zur nächsten Linie vortreten dürfen diejenigen, auf die die folgenden Aussagen zutreffen. Ich kann davon ausgehen, die gleichen beruflichen Chancen zu haben wie Kolleginnen und Kollegen mit vergleichbarer Qualifikation. Ich kann davon ausgehen, dass man mir bei Behördengängen, wie zum Beispiel zum Jobcenter oder dem Standesamt, ohne Vorbehalte begegnet. Ich kann in der Regel davon ausgehen, in Schule, Ausbildung und Beruf aufgrund meiner Herkunft oder meines Aussehens nicht benachteiligt zu werden. Ich habe in der Schule schon blöde Erfahrungen gemacht, relativ früh schon in der Grundschule. Damals wurde so ein Film ausgestrahlt, der hieß Schornsteinfeger, dieser Titel. Und natürlich fanden die Jugendlichen das damals ganz toll, mir hinterher zu rufen und zu lachen und dann mit dem Finger auf mich zu zeigen. Diese Frage ist kurz und knapp. Ich kann unbesorgt in alle Regionen Deutschlands reisen. Ich habe schon die Freiheit, überall hin zu reisen, aber ich habe dann auch nicht die Lust, an Orte zu reisen, wo ich dann schlechtere Erfahrungen machen muss, wegen meines Aussehens. Dann macht es mir auch den Urlaub kaputt, dann gehe ich lieber nicht dorthin, dann bleibe ich lieber dort, wo ich wenigstens einschätzen kann, wie Leute mit mir umgehen werden. Ich fühle mich aufgrund meiner Religion oder der mir vermeintlich zugeschriebenen Religion nicht benachteiligt. Ich kann mir sicher sein, dass meine Hautfarbe, meine Herkunft oder mein Name bei der Wohnungssuche keine Rolle spielen. Wenn ich mich als Deutsche oder als Deutscher bezeichne, kann ich davon ausgehen, dass das für mein Gegenüber selbstverständlich ist. So, alle Fragen sind beantwortet. Ihr habt eure Position gefunden. Könnt ihr euch noch mal umdrehen, die vorne stehen und die hinten sehen nach vorne und gucken, was für ein Bild jetzt entstanden ist. Was mich jetzt bewegt, ist das Ergebnis, dass einige ganz am Rand geblieben sind, tut mir einfach weh. Ja, es ist natürlich jetzt eine brutale Gegenüberstellung, finde ich. Und man hat ein bisschen schlechtes Gewissen. Also mein Leben ist einfach so, also seit ich hier bin, also in Berlin. Es ist schon so ein Schlag ins Gesicht, dann nochmal immer stehen zu bleiben, während andere halt dann immer weitergehen. Und dann andere sind irgendwo am Ziel, man steht aber dann noch am Start. Ich bin Deutsche und das ist halt so. Und ich würde halt gerne akzeptiert werden. Und ich stände gerne doch lieber mit weiter vorne als wie hier hinten. Aber ich kenne es halt nicht anders, deshalb ist es für mich relativ normal. Und bei mir ist jetzt die Leiterin dieses Experiments. Sie ist Politologin, sie ist Journalistin, sie ist Rassismusexpertin. Herzlich willkommen, Hadija Haruna-Ölker. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hat Sie bei dem Experiment irgendwas überrascht? Nein, es ist genauso gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Menschen, die in privilegierten Situationen sind, kommen ganz nach vorne.
Und die, die nicht haben, die bleiben zurück. So wie in der Realität halt auch. Wie schafft man es? Weil alle waren ja hinterher doch betroffen. Und vor allen Dingen, man will ja auch nicht als Opfer dastehen. Also auch wenn man ganz hinten steht, man will ja gar nicht Opfer sein. Wie schafft man es also, denen auch dann das Gefühl zu geben, wir wollen Aufmerksamkeit schaffen, ohne euch fortzuführen? Das ist eigentlich ganz schwierig, weil alle lassen sich darauf ein und es kommt auf die Gruppe an. Also auch in dieser Gruppe ist natürlich ein Raum entstanden. Das war so ein Geben und Nehmen und dann passiert was, wenn man sich zusammen beschäftigt, miteinander und einander zuhört. Darum geht es ja im Endeffekt. Und es geht natürlich auch gerade jetzt in der aktuellen Diskussion darum, zuzuhören, zu lernen. Und da sagen dann viele, ja, wir brauchen auch Beispiele. Wieso und wann denn eigentlich genau? Sie sagen, Sie sind übrigens in Deutschland geboren, Ihr Vater kommt aus Ghana, Ihre Mutter ist Deutsche. Und Sie sagen, ich kann das nicht mehr hören, das ist für mich Rassismus-Porno. Die Balance dazwischen sehen Sie aber, dass man an der einen oder anderen Stelle Beispiele braucht? Die sehe ich schon. Jetzt kann man aber sagen, wir hatten schon unzählige Diskussionen über Rassismus. Wir hatten unterschiedliche Hashtags, schau hin, MeToo. Man könnte jetzt auch sagen, wir haben wirklich genug in den letzten Jahren darüber geredet. Also die, die von Rassismus betroffen sind, haben das auf jeden Fall und haben deswegen dieses Mal gesagt, wir wollen mal einen Schritt weitergehen. Lasst uns jetzt mal Tacheles reden. Und was verändern im besten Fall. Und das Schöne ist ja im Moment, gerade auch durch die Anti-Schwarzen-Debatte ist viel ausgelöst worden. Ich glaube, dass Menschen mit einer weißen oder hellen Hautfarbe zum ersten Mal überhaupt realisiert haben, ach stimmt, ich bin ja weiß. Also weil man sich vorher nie darüber Gedanken gemacht hat. Also man sieht das Privilegierte. Und wie gesagt, Menschen sind sensibel, wollen zuhören, wollen aber auch nachfragen. Und es gibt ein paar, die in dem Diskurs sind, aus der schwarzen Community, die sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich bin wütend, ich will auch nichts mehr erklären, jetzt lest halt ein Buch oder macht irgendwas. Wie schafft man es, die Wut zwar zu äußern, aber gleichzeitig den Fragenden nicht permanent dann auch vor den Kopf zu stoßen, weil er ja vielleicht lernen möchte? Ich glaube, es kommt einfach auf Empathie an. Also es gibt einfach viele Menschen, die haben sich den Mund fusselig geredet und denen sollte man auch zurechnen oder akzeptieren, dass die vielleicht nicht mehr reden möchten und dass es tatsächlich genug Material gibt. Aber natürlich gibt es auch andere, die sind noch bereit zu sprechen. Die bieten Kurse an. Wir haben ja hier auch so einen. Sie auch? Ja, zum Beispiel. Aber die, an die sich zu halten und zu sagen, okay, wir sind offen, weil jetzt sind wir mal dran. Das ist ja auch ein Teil dieses Privilegiendings. Zu erkennen, ich muss vorsichtig sein. Es geht nicht immer nur um mich. Und wenn ich jetzt traurig bin und weine, weil ich Dinge erkenne, dann ist das gut. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Dann innehalten. Wie die Frau in dem Film. Ja, die hat das total berührt. Und gleichzeitig gibt es ein Konzept, das nennt sich White Tears, im Sinne von, es darf nicht bei Tränen bleiben. Ziehe deine Konsequenz. Es geht nicht um dich persönlich. Das ist ein großes System. Rassismus ist ein gesellschaftliches System. Wenn du das also jetzt verstehst, dann nutze das Privileg und ändere etwas. Es gibt, wenn wir schon bei Sprache sind, eine Frage, die immer sofort, jedenfalls im Moment, zum Diskurs führt. Und die lautet, wo kommst du her? Ich will ehrlich sein, ich stelle sie einfach auch jedem aus Interesse, aus Neugierde, aus Offenheit. Weil ich weiß, dann irgendwann erzähle ich auch über die Wurzeln meiner Eltern und so. Und da gibt es auch einige, die sehr empfindlich auf diese Frage reagieren und sagen, auf gar keinen Fall, es ist rassistisch. Ich will diese Frage nicht mehr. Und da muss auch persönlich muss ich sagen, da bin ich immer ein bisschen schockiert, weil man denkt, es kommt doch auf den Ton an, auf die Haltung, auf die Intention und nicht, wenn ich spüre, dass mein Gegenüber dann sagt, du kannst unmöglich deutsch sein und deswegen stelle ich dir die Frage, dann breche ich auch ab. Aber wenn mir jemand aus Interesse die Frage stellt? Ja, das ist die Intention. Man könnte jetzt auch sagen, die Intention ist mir doch egal, wenn ich alle 5 Minuten diese Frage gestellt bekomme. Und wenn ich an jedem Ort neue Menschen kennenlerne und ich bekomme sie in den ersten 2 Minuten gestellt. Wenn kleine Kinder im Kindergarten gefragt werden, wo kommst du her? Oder dann pädagogisch wertvoller gedacht, wo kommen deine Eltern her? Diese permanente Fremdverortung, mit der man aufwächst, ist natürlich bezeichnet. Das ist einfach so eine plakative Frage oder ein plakatives Beispiel für ein System dahinter. Das heißt, politisch bewusste Menschen oder die sich mit ihrer eigenen Identität, sage ich jetzt mal, auseinandersetzen, werden mit dieser Frage immer etwas anderes verbinden. Aber es geht nicht um diesen Einzelfall. Wenn wir jetzt länger uns unterhalten haben und schon ganz viel ausgetauscht haben und ich auch ganz viel von Ihnen weiß, dann kann man natürlich darüber reden. Die Frage ist ja der Blick darauf. Hier in Deutschland hat Herkunft einfach auch eine, ist negativ besetzt. Wenn man aus bestimmten Ländern kommt, dann ist das nicht, dann wird das nicht als hoher Wert angesehen, sondern als
Da sind dann die ganzen rassistischen Stereotype ja auch dahinter. Dass die junge Frau im Film sagt, ich bin Deutsche. Sie ist eine schwarze Deutsche. Ihr wird das permanent abgesprochen. Mhm. Sie hat da keine Lust mehr darauf, gefragt zu werden. Also kommt es auf das Wann und auch auf das Warum? In jedem individuellen Einzelfall. Es gibt Menschen, die haben kein Problem und andere haben ein doppelt so großes. Und bleiben wir bei Sprache. Wir haben das N-Wort, das die Abkürzung gepiepst. Ich glaube, über das N-Wort müssen wir auch nicht diskutieren, dass man das nicht mehr ausspricht. Ist klar, aber dann gibt es eben auch die, die sagen, oh, ich darf überhaupt nichts mehr sagen. Mhm. Jetzt darf ich nicht mehr Mohrenkopf sagen. Jetzt darf ich nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen und Zensur und ich weiß nicht warum. Mhm. Was sagen Sie denen? Also abgesehen davon, dass ich diese anderen Wörter auch nicht sagen würde. Ja, entschuldige. Also, es tut mir leid, aber damit man uns versteht. Auch hier, also Sprache ist für mich ein Moment, in dem man sich mit Rassismus auseinandersetzt. Weil sie ist so nah, wir alle sprechen Sprache und wir haben uns vielleicht mit der Geschichte der Sprache nicht beschäftigt. Und in der Geschichte der Sprache steckt aber eine rassistische Vorgeschichte. Sei es der Kolonialismus, sei es der Holocaust, Sinti und Roma wurden ermordet im Zweiten Weltkrieg. Podamos heißt dieser Völkermord. Und dieses Wort beispielsweise für Sinti und Roma ist an diesen Mord gekoppelt. Das heißt, diese Menschen spüren es von innen heraus, genau wie beim N-Wort. Das kann sich ein Mensch, der diese Geschichte nicht über Generationen in sich trägt, nicht vorstellen. Und gleichzeitig sagen Sie aber auch ganz oft, ich lasse Ihnen ja Ihre Kindheit und die Erinnerungen daran. Das finde ich ganz wichtig und fand das wirklich interessant. Und sagen aber auch, natürlich haben wir uns weiterentwickelt. Also Genau, das ist der allerwichtigste Punkt. Sich mal zu lösen von der eigenen Biografie, zu sagen, als Kind war das vollkommen in Ordnung, weil da war auch Rassismus in einer gewissen Form salonfähig. Da haben alle so gesprochen. Aber heute ist heute. Heute sitzen mehr Leute am Tisch. Wir sind alle, wenn wir eine gleichwertige Gesellschaft sein wollen, dann müssen wir einander zuhören. Und dann sind vielleicht Dinge, die früher okay waren, heute nicht mehr okay. Also wir haben über Sprache gesprochen, die beeinflusst, die kann Strukturen schaffen natürlich, die fördert in Teilen aber auch den institutionellen, strukturellen Rassismus. Was fordern Sie da? Was glauben Sie, was braucht es jetzt, um wirklich Veränderungen herbeizuführen? Also für mich ist das so eine Art Dreisatz. Also es braucht definitiv Aufklärung, es braucht Aufarbeitung, es braucht Forschung und es braucht eine strukturelle Veränderung. Und Aufarbeitung ist tatsächlich etwas, rassismuskritische Bildung, und damit meine ich nicht nur Schule, ich meine die Medien, ich meine Institutionen, ich meine alle Lehrkräfte in Ausbildungsbereichen. Rassismuskritische Bildung, alleine dieses Wort in den Mund zu nehmen, fällt ja manchen schon schwer. Was bedeutet das? Das bedeutet, alle Curricula, alle Dinge nochmal umzudrehen, zu gucken, wie alt ist das Zeug, was steht da drin, welche Bilder werden präsentiert. Und dann zu sagen, wir brauchen Forschung. Es gibt zum Beispiel den Afrozensus, der ja gerade erhoben wird. Wir haben vorhin viel über Zahlen gehört. Wenn wir keine Zahlen haben, dann können immer Leute sagen, ach, das sind doch nur Einzelfälle. Also das Leben schwarzer Menschen wird jetzt also von der Community selbst erforscht. Und vorhin haben wir haben so viel über Behörden gesprochen, als ein Beispiel Behörden. Also wenn man behördlich etwas verändern soll, ich würde jetzt einfach mal den Begriff nehmen, auch die Polizei braucht eine Dekolonisierung. Denn die Polizeigeschichte hat auch eine koloniale Vorgeschichte, auch in Deutschland. Die kritische Polizeiwissenschaft forscht dazu, das sogenannte Polizieren. Es gibt so viel zu wissen und das machen Professoren ja auch an den Polizeihochschulen. Auch da, also es gibt, die Strukturen ändern bedeutet, sie erstmal anzuschauen. Wir brauchen Zahlen und wir brauchen den Willen dazu, uns dieser Geschichte zu stellen. Und wir haben viel aus unserer Geschichte einfach noch nicht verarbeitet. Ich könnte noch 2 Stunden mit Ihnen weitersprechen. Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich auch für Ihren Besuch heute, Hadice Haruna Oelker. Und ich glaube, was man mitnehmen kann, ist vor allen Dingen erstmal auch reflektieren, auch sich selbst, auch wenn man denkt, man sei aufgeklärt. Verletzungen des Gegenübers vor allen Dingen auch anerkennen, lernen, sich weiterentwickeln. Und so wie wir es heute auch gemacht haben, fragen, nachfragen, mit einer Offenheit im Dialog bleiben. Und vor allen Dingen, was Sie auch gesagt haben, richtigerweise ist Handeln. Denn gequatscht wurde schon sehr viel und jetzt muss einfach auch was passieren.